Es geht mir nicht darum, irgendjemanden anzugreifen, sondern es geht mir darum, auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen. Gut. Wir haben in Deutschland inzwischen, darüber kann man sich dann streiten, hängt davon ab, welche Quelle Sie sich angucken, zwischen 12 und 16 Millionen Typ-2-Diabetiker. 1950 hatten wir in Deutschland 50.000 Typ-1-Diabetiker und 50.000 Typ-2-Diabetiker. Wir haben heute immer noch 50.000 Typ-1-Diabetiker. Daran hat sich nichts geändert. Das ist nämlich eine in erster Linie genetisch determinierte Erkrankung, die dann zu einer nicht mehr Funktionalität der Bauchspeicheldrüse führt. Beim Typ-2-Diabetes muss man feststellen, dass alle diese Typ-2-Diabetiker unter einem massiven Vitamin-B1-Mangel leiden. Dazu gibt es wissenschaftliche Studien, dazu gibt es Daten. Und wenn man die im Vergleich sieht, dann sieht man, dass sowohl die Typ 1 als auch die Typ 2 Diabetiker etwa nur 20% von dem B1-Gehalt haben im Serum wie ein Nicht-Diabetiker. Vitamin B1-reich wären zum Beispiel Getreide, wenn sie nicht verarbeitet sind. Also im schlimmsten Falle auch Weizen, den haben wir aber genetisch so verändert, dass er heute 80% vom Proteingehalt Gluten enthält und deswegen auch nicht mehr empfehlenswert ist. Aber im Prinzip wäre da Vitamin B1 drin. Und damit Sie Kohlenhydrate verarbeiten können, in welcher Form auch immer, brauchen Sie Vitamin B1, weil ansonsten läuft der mitochondriale Stoffwechsel nicht. Das heißt, die Pyruvat, die Hydrogenase, die dafür notwendig ist, dass der Zucker überhaupt ins Mitochondrium reinkommt, dieses Enzym ist Vitamin B1 abhängig. Haben Sie also einen B1-Mangel, werden Sie langfristig krank, und man könnte die Hypothese aufstellen, dass der B1-Mangel, den wir hier flächendeckend in der Bevölkerung haben, aufgrund von schlechten Nahrungsmitteln, nämlich hochverarbeitetem Getreide, nennt man Mehltyp 405, das finden Sie dann in jedem Bäckerladen als Schrippe oder sonst irgendetwas, dass das langfristig krank macht. Also würde ich erwarten, dass die politisch, medizinisch und sonst wie zuständigen Institutionen, die etwas weiter oben stehen und die Marschrichtung vorgeben, sich mal Gedanken darüber machen, wie man denn diesem flächendeckenden B1-Mangel entgegentritt, und dass sie sich Gedanken darüber machen, wie denn die Empfehlungen für Vitaminversorgung, die sogenannten Relative Daily Allowances, zustande kommen. Und die haben nichts damit zu tun, diese Relative Daily Allowances, dass sie damit eine gute Vitaminabdeckung haben, sondern die haben etwas mit Geschichte der Vitaminforschung zu tun und geben nichts anderes wieder als das, was sie minimal brauchen, um nicht chronisch krank zu werden. Da liegen die Probleme, wenn wir unsere Ernährung bis zum Jahr 2020 mal auf vernünftigere Füße stellen wollen und wenn wir weniger Krankheit haben wollen in diesem Land.